Dies wird ein denkwürdiger Part sein, denn wir sollten alle Wurzeln finden können heute mit diesem Part. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder einschaltet und ich sollte besser hinmachen, weil wenn ich mich verquatsche, dann wird es heute nix. So, also wieder ein Niger-Unterschlupf, genau, hier ist gleich die Wurzel irgendwo, wo ist sie, wo haben wir sie, jetzt mal im Ernst, wo ist die? Ach da, er wird voll verdeckt, ich sehe den leuchtenden Oberkorpus nicht von dieser Wurzel hier verdeckt, das ist okay. Nee, da ist sie, ja. So, sehr schön, Leute. Mann, war das ein Abenteuer. Und richtig lustig, kurioserweise, wir haben jetzt den 225. Part. Oh, ist hier kalt? Die Angriffskraft sinkt nur bald, okay, gut. Und wir haben also das Spiel durchgespielt, haben wir mit Part 175. Zick, oder Kammwurzel. Das heißt, um die Karte da anschließend zu vervollständigen, das hat 50 Parts gedauert. Aber nicht nur, einfach nur Karte abgehen, ne? Oh, ist noch eine Mine. Nice. Aber ich, warte mal, bin ich da gerade vorbeilaufen dran? Oder ist hier gleich noch ein Jäger gegen Stützpunkt? Warte mal, hä? Ich glaube, hier war ich nur oben drüber, war ich. Achso, der Rohanberg. Das ist bestimmt die Rohan-Mine. Okay, alles klar. Tschüss. Muss ich Una mitnehmen. Und dann teleportieren wir uns hier runter. Wartet mal, ich habe... Ah nee, okay, ich sehe ja immer, wo es... Die Anzahl der Wurzeln sehe ich ja immer nur, wenn ich richtig mich wegteleportiere. Also machen wir gleich. Dann dürften aber nicht mehr viele fehlen. Bis zu 120. So. Eine weitere Mine. Vielleicht mit einem Rüstungsteil. Ich glaube, wir haben... Vielleicht haben wir auch alle Rüstungsteile aus dem Untergrund gefunden. Die anderen sind alle oben. Mine im Roham-Tal. Oh, König Roham. Der war auch... Hätte ab Gustav. Roham. Und ganz viele andere Könige. Boah. Die waren alle richtige Helden. Tschüss. Also, hört man jedenfalls. Okay, nur ein Sono-Energiekristall. Ja, war ja auch schon klar, ne? So, 60,35% der Map ist aufgedeckt. Gut, wo gehe ich jetzt am besten von wo? Ne? Okay, guck mal, hier ist auch überall Grenze, ne? Hier kann ich nicht lang. Oh, hier wird auch Grenze sein, garantiert, ne? Ja, ich sollte mich also hierhin teleportieren. Da muss ich ein bisschen den See überfliegen, oder? Nee, hier ist näher dran, ne? Ja, verlassene Mine. Ja, hier ist näher dran. So, na dann mal gucken. Was sagt jetzt nochmal die Anzahl rechts da am Bildschirmrand? 114. Also sechs Wurzeln noch? Ja doch, die eine sah ja schon so aus, als ob da einfach drei Stück quasi ganz komisch so ein Dreieck bilden oder so. Also hier halt, ja, hier werden drei Wurzeln sein. Ja, und hier auch. Ja, doch, klar. Ja, doch, passt alles. Das haut alles so hin. Na, doch. So, ich muss mir nicht mehr einkaufen, Leute. Quatsch, bräuchte nicht. Ich fliege direkt los. Nein, nicht mit dem Ding, Mann. Ach nein, das doch nicht. Das Ding ist doch voll hässlich, Mann. Kampfballon. Nee, eigentlich ist das cool, aber nicht jetzt für meine Zwecke förderlich. Ja, alle Minen sind gerettet. Ach verdammt, das war schon wieder der Fail-Start. Nee, da sind wir eigentlich drauf ein. Das muss so gehen. So, mag eigentlich noch... Ich kann auch mal Yonobo jetzt wieder ausmachen. Wartet mal, weil der ist ja die ganze Zeit... Den bräuchte eigentlich gerade ja, nee. So, Tulin ist cool. Aber Yonobo, ich baue jetzt keine Minen mehr ab. Das ist alles passé, Leute. So, da. Wurzeln, wir kommen. Wir fliegen anscheinend gleich erstmal richtig heftig zu einem dicken Wassergebiet. Ist auch nicht schlecht. Aber es gibt leider keine Wassermonster oder so. Das wäre auch noch cool gewesen. Hast du so eine Art Nessie oder sowas? Und so ein Seemonster? Ah, wäre natürlich nicht viel Platz, ne? Nee. Dann lieber 80.000 Gigamas überall hinklatschen. Und warum gab es von denen so viel? Müsste ich denn nicht die anderen Wurzeln schon alle sehen? Oh, da ist irgendwas. Da ist ein... Oh, ein Leune. Ah, da ist noch eine. Aber den Leune müsste ich mir eigentlich schnappen, weil ich brauche seinen Bogen. Ich bräuchte eigentlich seinen Bogen, ne, wenn wir mal ganz realistisch sind. Akima-Kurut-Wurzel. Aber das Kloppen dauert auch wieder zeitlich viel länger, ne? Ach, Mann, ey. So, sehr schön. Boah. Ja, aber komm doch, ich klopp den jetzt. Ich hau ihm eine rein. Ich mache mir auch wieder Essen, damit ich stärker bin. Und mich so heilen will, ne? So. Ja. Hier, lecker. Nom, nom, nom. So, schön stark. Was ist denn meine stärkste Weapon, die ich hier gerade so habe? Hoho, die hat so richtig Win. Okay, so. Gut. Mr. Leune. Ah, ich muss ihm erstmal seine Rüstung abkloppen. Dafür wäre Yonobo jetzt wieder toll. Aber wieder, ne? Wieder richtig schön zur falschen Zeit mich entschieden, Yonobo abzulegen. Hat der eine Rüstung? Ja, okay, weil dann muss ich erstmal irgendwas machen, was besser durchbricht. Wie das Ding hier? Das habe ich ja schon benutzt. Was? So. Was seid ihr denn, Mann?
Mann, oder rastet der komplett aus? Warte, warte, warte. 19 Bomben. Alter. Du, 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 du. Aua, nehm ich einfach umrennen. Yeah. So, nicht mein Freund. Ja, bum, 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 bum. Rüstung ist down, Alter. Knatsch. So, dann legt er so gleich hin. Sehr gut. Na, dann gleich komplett ausrasten. Link, bitte ausrasten. Alter, Tooling, geil, Leute. Tooling hat richtig geholfen. Bum, 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 bum. So, schnell Ruffling. Ja, je, noch Ruffling schafft Alarm. Ja, ja, bum, 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 bum. Uff, aua. Schon viel zu viel Ausdauer verloren, leider. Aber ich bin aber auch jetzt stark, ey. Wo will er hin? Hier ist ein bisschen, hier ist nicht, hat nicht so viel Ausdauer, hier kann es sein. Mann, Mann, mein Bogen ist da schon wieder kaputt. Mann! Du Scheiße! Alter, was? Au, von wo kamen die denn jetzt? Alter, wir haben mich immer noch... Wo ist der denn? Ey, sag mal, du spinnst du? Wo ist der? Ich sehe ihn halt nicht. Wo ist denn der jetzt hin? Der muss doch eigentlich da in der Ecke da sein. Aua, ist der von, wo schießt der? Hey, der schießt einfach aus dem Nichts. Seht ihr das da? Die Pfeile kommen aus dem Nichts. So, ho. Nicht, dass er gleich wieder zurückspawnt. Weil das Spiel sich auch denkt von wegen, warte mal, der darf da eigentlich gar nicht sein. Doch, der ist immer noch hier. Er ist noch hier. Mann, das ist aber gar nicht gut hier, die olle Stelle, ey. Was ist denn für eine Stelle? Links, steh auf jetzt. Boah, ey. Okay. Meine richtig doofe Stelle, ey. Gut. Sollte nicht alles runterfallen. Nein, jetzt wird alles runter. Bitte nicht. Toll, habe ich alles eingesammelt. Oder ist irgendwas runtergefallen? Ich hier. Okay, ja, hier liegt noch irgendwas rum. Natürlich sein richtig krasser Loot, wisst ihr, und sein Herz liegt alles hier. So, Hufe, alles mitgenommen. So. Habe ich seinen Bogen bekommen? Wo ist denn der? Ich hab seinen Bogen. Okay, den habe ich. Sehr gut. Also brandneu. So, das war doch lustig, oder? Nee, eigentlich nicht. So, haben wir hier noch. Okay, Silberleuen, Massivhorn, sehr schön. Mann, ey, warum habe ich das denn unbedingt gemacht, ey? Warum bin ich so runtergefallen und alles irgendwie im Arsch? Ah, nee, ist alles cool, Leute, wird schon. Alles cool. Ich überlebe jetzt bestimmt nur so lange, bis ich den nächsten Baum finde. Und dann passiert doch nichts. So, vor allem, wenn ich in der Luft bin. Ach, Leute, ist aber auch komisch platziert gewesen, oder? Ist doch klar, dass der, wenn der immer zum Anlauf holen vor mir wegrennt, ist doch klar, dass der da runterfällt bei dem komischen kleinen Gebiet. Egal, wir haben es ihm gezeigt. Ne, zählt ja jetzt nicht zu den Gegnern, die man platt machen muss. Irgendwie, aber. Wie gesagt, ich wollte da so ein Ding, so einen Leuenbogen da, sag ich nicht, nein. Der haut richtig Win. So, nächste Wurzel. Dann haben wir sie bald alle. Jo. Boah, okay. Eingeparkt. Akawa Irawutswurzel. Seht ihr denn schon die nächste oder ist da wieder. Also, es wäre so ein Wachturm. Wachturm, Leute, müssen wir natürlich um hier schnappen. Klar. So. Wow. Da war eine ganz kleine Wurzel. Toll. Auf welcher Seite ist denn die jetzt? Das ist die Frage, auf welcher Seite die ist von dieser Begrenzung da. Das ist natürlich wieder klasse, ey. Naja. Oh, flup, 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 flup. Ja, ich war wieder bis zur Uni, was los ist. Manchmal kann ich einfach nicht. Und die Rüstung ist halt leider noch nicht viel boosted, ne? Ja. Ja, ja, ja. Manchmal muss man halt auch einfach mal cool sein. Seid mal, hey, so einen leckeren Eintoppen, geum. Und so ein Ding hier, geum. So. Seht, da ist doch nichts passiert. Flugzeug ist auch noch da. Transportmittelchen. So, dann fliegen wir jetzt erstmal zu dem Typen dahin. Und ich schätze mal, also ich fliege jetzt einfach mal hier hin, mach den platt und hoffe, dass. Ja, die Wurzel ist halt hier.
Aber ich glaube, das sieht fast so aus wie die Karte richtig. Ich könnte mir vorstellen, dass die Wurzel hier auf der Innenseite ist. Die ist bestimmt auf der Innenseite, aber ich will jetzt erstmal. Ja, ja. So ist das halt, ne? So verarscht einen das Spiel. Boah, das sind da unten. Boah, da unten ist ja richtig. Hä, da unten sieht es ja richtig. Warte mal, ist hier. Achso, ist ja Wasser, stimmt ja. Hier haben wir noch einen Jägerstützpunkt. Okay, würde ich jetzt aber erstmal ignorieren. Boah, nicht, dass sie genau jetzt. Die haben die beste Anleitung, ne? Hä, denn kotze ich. Na, taucht die Wurzel hier auf irgendwo? Ich glaube, da müsste ich, wenn eh noch ein bisschen rumfliegen. So, okay. Erstmal Action, ready to go. Boom. Oh, voller Besteiner. Alter, habt ihr das gesehen? Ich bin einfach rumgesprungen. Okay, vielleicht war der Pfeil hat schon vielleicht richtig viel Damage vorab gemacht. Okay, kann ich nicht sagen. Und wenn ich es gerade richtig gesehen habe, war die Wurzel doch hier. Wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Ich glaube, die Wurzel hat sich hier gezeigt, auf der Seite. Ich bin also richtig. Hier schnell mal so ein Alpha-Konstrukt. Natürlich die Schwächste. Richtig platt gemacht. Vielleicht haben die Pfeile jetzt ausgereicht. Ich habe jetzt wieder diesen Gandorf-Bogen, der so richtig stark ist, je nachdem, wie viel Herzen ich habe. So, na? Na, wo ist die Wurzel? Da unten ist wieder komische Typen. Ich fliege doch richtig, ne? Warte, noch ein bisschen lenken. Ich habe die gerade gesehen. Ich glaube, ich muss nicht in den Innenraum fliegen. Okay, war Vater Morgana anscheinend. Ich werde jetzt schon bekloppt. Nö. Ist hier halt wirklich nicht. Das müsste ich so schon sehen. Gut, dann muss ich also doch die Innenseite. Ja, war ja klar. Das war ja wieder klar. Ne, da locken sie dich von wegen, du könntest ein Konstrukt besiegen. Hm? Aber ob du da noch die Wurzel erreichst? Tja, das weiß ich nicht. So, wir winken gleich hier. Ist gleich hier wieder drin. Und dann haut er auch wieder ab, Leute. Hau ich ab. Was sind da unten? Da sind so viele Seelen. Ist da vielleicht ein Ivarok? Nee. Jetzt sieht ja alles so krass. Oh, Mine im Naboru-Tal. Hier ist eine Mine. Hier ist natürlich eine Mine. Ach. Geil. Seht, dann nehmen wir die einfach noch mit. Und dann kann ich gleich wieder rumfliegen. Da ist da die Wurzel. Cool. So, bitte schnell. Bitte schön einparken. Ah! Ey, perfekt. So, gib mal her. Es ist ein Sono-Energiekristall. Na gut. Ja, ja, es ist halt einfach. Davon gibt es halt so viel. So, kann ich da erreichen hier? Natürlich nicht. So, Link, abheben bitte wieder, sonst wirst du nur wieder verletzt. Linken. So, und jetzt halt wieder nach da oben. Bin ich einmal so komischen Schlenker geflogen, ne? Macht ja Sinn. Warte, aber nee. Ein bisschen hier noch, ein bisschen da lang. Die Wurzel ist schon aktiv. Oder die letzte Wurzel, ne? Da gucken wir uns nochmal richtig schön die Cutscene an, weil danach wird es nie wieder eine Wurzel geben für uns, nie wieder. Dann fehlt uns noch. Ach, was mache ich denn da? Wow! Noch gerade so die Kurve. Oh, da ist wieder ein Gigama hier unten. An den Weg auch noch nicht gemacht habe. Nee. Na okay, den schnapp ich mir. Hoffentlich ist wieder ein normaler Gigama. Ich brauche seine komischen Zähne. Ja, da. Schön hochgelegen. Perfekt. Aber die ist auch richtig hier eingemauert in den Wänden hier. Das ist eindeutig mit Absicht so designt, dass du nicht weißt, auf welcher Seite die Wurzel ist. Die Chitaduk Akar-Wurzel. Activaten. So. Geil. Die Wurzel vertreibt das Licht. Die Dunkelheit, meine ich. So. War das jetzt schon die letzte Wurzel? Nee, ne? Das sah gerade so komisch aus. Ist die gerade schon aufgedeckt komplett? Nein. Nein. Hier oben noch ganz viel. Wie komme ich denn hier schnell hin? Das ist auch wieder so ein abgetrennter Bereich. Nee, Musik. Am besten. Ja, von hier halt fliegen. Okay. Machen wir. Bam, bam, bam. So. Okay, Gigama. Oh, wir fliegen mit Fieder. Komm, sei mal so ein ganz kleiner, der ist doch richtig schnell platt. Ne? Ich hab vielleicht. Oh, der sieht wieder sehr fett aus, leider. So, mit den Dingern hier, krass. Nee, der hat, glaube ich, normale Zähne. Oder Obsidiani hab's ja auch noch. Ach, stimmt ja. Ist wohl so ein Stufe. Nee, ich glaube, wenn will ich auch den Obsidian-Typen. Hallo. Kollege. Ich schieße ins Auge.
Alter, er weiß gar nicht, was ihn einfach abballert. Ey, das ist immer so gemein, oder? So, nur, nur. Alter, was? Sofort kaputt! Du, das war wohl ein ganz kleiner. Ja, genau, diese komischen Gigama-Riesenzähne. Okay. Boah. Aber sehr schön, habe ich hier auf jeden Fall so einen Ort, wo ich den dann immer farmen kann. Das ist sehr, sehr gut. Kann ich immer schön hier hinbeamen nach einem Blutmond, sag ich mal. Das ist doch perfekt, ist das. So, was zum Abbauen hier, das Ding. Ah, dieser Mensch, das Eisteil. Ach, hab ich hier noch so ein, ist ja nochmal so ein Eisding. Ich habe ja nur Eisteile. Okay, das Ding, das ist eh schwach. Und die nur zum Abbauen. Ja. So, was wird noch das letzte Trio an Bäumen für uns bereithalten? Die werden auch bestimmt richtig schön was verstecken. Gling, 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 gling. Das. So, und dann irgendwann, ach man, da werde ich bestimmt auch nochmal, wie gesagt, der nächste Part dann ist auf jeden Fall, ey, top vorbereitet. Ich werde vielleicht auch nochmal zur Fee fliegen, um mal zu gucken, ob ich jetzt noch ein bisschen was aufboosten wieder kann. Aber alles so ein bisschen zwischen den Parts, oder ne, ist ja klar. So, ja, hier gibt's keinen leichteren Weg. Das hier ist am nächsten dran. Zurück, Mann! Ja, der wird geflogen! Die bewachen doch bestimmt irgendwie noch eine andere Arena. Weil da habe ich jetzt so alle Arenen gefunden. Also tatsächlich, das Wasservieh hatte nur eine Arena? Kann mir was ja nicht vorstellen. Wir hatten zwei Gyptokönigin. Ich glaube, drei fliegende Viecher, die richtig nervig waren. Zwei Gomas habe ich platt gemacht. Oder hast du ja drei Gomas? Ja, und nur ein Wasserboss. Ja, dann wird das nochmal ein Wasserboss sein. Falls es nochmal irgendwo eine Arena gibt. Ich denke aber, schon. So, das letzte Kreuz ist sogar gar keine Mine, sondern einfach ein Hain. So, übers Wasser rüberfliegen. Ja, dauert es wieder ein bisschen. Aber gut. Oh, Mann, Mann, Mann. Leute, ich weiß auch nicht, das Spiel ist so unfassbar riesig. Und ich muss echt sagen, auch wenn das vieles hier sich wiederholt, für mich, der das ja aktiv spielt, das macht einfach richtig viel Spaß. Die Welt ist toll. Es sieht ja auch an sich, also der ganze Setting ist ja sehr gleich, aber irgendwie trotzdem sieht hier nichts so wirklich aus wie eine Stelle, wo man schon mal war. Irgendwie sieht immer irgendwas hier doch interessant aus oder hä, das habe ich noch nie gesehen, diese Formation der Wurzel oder so. Das wirkt alles so schick und authentisch und einfach, ja, ganz, ganz toll. Ganz, ganz tolles Spiel. Tolle Welt, sag mal so. Besser erstmal eine tolle Welt. Die so richtig schön. Ja, okay, ob das wirklich so Sinn macht hier, so eine Hohlerde, hm? Klar, in Hyrule macht das Sinn. In Hyrule ist das möglich. So, der Dalithain. Okay. Da haben wir auch die Schatzkarte. Also wieder ein richtiges Rüstungsteil. Wird es sein. Da muss aber auch hinfliegen. Wo ist denn das Ding jetzt? Das ist so dunkel, Leute. Das ist so dunkel. So, hoppala, hoppala, je. So, machen wir auf hier den Scheiß. Was gibt's denn da Schönes? Alter, what the? Das Heldenschwert, Alter! Ein Held in alter Zeit soll dieses Schwert geführt haben. Eine süße Wehmut erfüllt dich, wenn du es berührst. Okay, Leute, das ist wieder eine Waffe, die ich natürlich nicht einsetzen werde. Die wird schon ausgestellt. Toll, kann ich mir nochmal so einen Waffenraum holen. Ah, Mann, das ist das allererste Zelda-Schwert. Richtig, der was eigentlich richtig kacke war. Was man von einem alten Mann bekommen hat, wisst ihr noch, Leute? So, ja, das sieht hier alles sehr verdächtig aus. Ich guck mal. Da wieder ein Gigabandenpunkt. Wo sind die anderen Wurzeln? Zwei Stück sind es ja dann bloß noch. Oder? Ich hätte gesagt, außer die letzte schon mache. Nee, die müssten hier noch. Hier müssten noch drei Stück sein. Weil erst dann habe ich alles gefunden. So, ein paar kleine Nupala. Die Musasu-Wurzel. Auch aufgedeckt. Boah. Okay, Wurzel des Lichts vertreibt die Dunkelheit. Ja, da haben wir noch, da haben wir noch eine Mine. Das hat schön sehr viel aufgedeckt. Das ist toll. Sehr, sehr viel. Dass die anderen bestimmt jetzt einfach sich so... Guck mal, es ist kein perfekter Kreis. Das müssten noch zwei Wurzeln sein. Die stehen echt so nah nebeneinander? Okay. Aber ja, wir haben ja, wie gesagt, laut Teleportationsmap... kann das noch nicht alles gewesen sein. Dann gehen wir jetzt erstmal zu... der Jägerbande. Ja, hat er noch ein schönes Schwert hier. Ja, nee, brauche ich nicht. Ich hab hier noch Weapons. Jawohl. Ja, wo ist der? Oh, ja, eine richtig geile Festung hier mit Rampen und so. Boah, das ist ja richtig schnell. Ach, das ist wieder so ein Schienending.
Die waren auch immer richtig witzig. Trappen, aber leider sind sie jetzt tot. Okay, einfach abgeschossen. Und direkt vor dem Ziel gelandet. Boah, wieder das Geld einfach so bekommen. 3000 Rubine. So, aufmaken. Alles brandschatzen, was geht. Her damit. Ein Zwacken. Nun, ein neuer Bauplan. Mit... Kommt ein geiles Auto. Ein Dreirad. Ja, okay, ein geiles Auto. Ey, sieht aber wie cool aus. Sieht aus, weil ich bin dann so erhöht da drauf. Ist bestimmt so ein Offroad-Ding, dass ich überall ein bisschen durchwegeln kann. Tolle Ding hier, ey. So, wie viele Gegenstände es hier gibt. Aber nee, ich will eigentlich nur noch schnell... Ja, ich will noch schnell lesen. Ja, bum bum. Holzpfeile muss ich immer mitnehmen hier, so ein bisschen was. Dann bin ich jetzt noch über 100 Pfeile. So, warte, ich flieg mal ganz kurz mal hier hoch. Ah, nee, halt, warte, hier ist so viel Loot. Moment, Moment, Moment. Hier haben wir noch einiges an Kisten, Leute. Das geht doch nicht. Nee, uff. Schwertbananen, bumm. Blub, blub, blub. So, ja. Oh. Okay, soll ich jetzt irgendwie... Kann ich nicht irgendwie einfach hier kurz mal die Schienen entlang gehen? Oh, sind ja auch Sprungfedern. Damit man hier richtig schön rüber kann. Oh Gott. Und hier sind noch Fallen aktiv. Ich will nur schnell lesen. An den Wegen lassen sich manchmal Versorgungsstellen mit Sonarbauteilen vorfinden. Sonarbauteile sind ja unerlässlich für unser Leben im Untergrund, allein zum Transport und zur Beförderung. Doch hier im Dunkeln gibt es ständig Unfälle. Vehikel fahren in Wände, fallen in Spalten, verursachen Karambolagen. Darum sind Versorgungsstellen hier wirklich bare Rubine wert. Neues Teil gesucht, angebaut, alles fährt wieder. Wer immer auch alles hier hinterlassen hat, ich für meinen Teil bin dankbar für jedes Sonarbauteil, das ich finde. Rumkogam! Ich bin auch immer dankbar, ne? So. Ja, da müsste ich jetzt eigentlich... Ja, das ist denn die letzte Mine, die ich mir angucke. Hä, guck mal, ist die unter einem... Oh, ist das hier ein riesengroßer Baum? Wir haben bisher immer nur so komische kleine Bäume gesehen. Oh, das sieht jetzt auch interessant aus. Seht ihr, das meine ich, Leute, das meine ich. Ist das nicht voll... Das ist also cool. Alles einfach so interessant gestaltet. So, dann hol ich mal doch mal schnell mein Vehikel wieder zurück. Kann ja schon rausfliegen mit dem Ding. So. Das ist ja interessant da. So, sind jetzt aber wirklich noch zwei Wurzeln. Sollten es aber eigentlich sein. Ich fliege. So. Alles nur wieder pure Finsternis wieder. Ne, war ja klar. Na gut, Leute, das war's. Ey, Mann, das ist jetzt, es ist bald geschafft. Okay, sieht wieder aus wie ein... Hier ist doch wieder irgendein Dicker. Ja, den kann ich jetzt aber nicht... Alter, ich sehe nix. Lass mir dahin fliegen, wo es auch wirklich auf der Karte denn dunkel wird. Obsidian Gigama. Geil. Ja, den muss ich mir auch noch schnappen. Aber nicht im Dunkeln, da habe ich immer Angst. Ich hab Angst im Dunkeln, Leute. Ja, wo ist jetzt die letzte Wurzel? Oder die vorletzte? Oha. Und Obsidian ist geil, der hat wieder so komische Zähne, die ich will. Oh, ich bin ja gleich hier, am Rand. Ach, da unten! Da unten! Soll ich selber keine andere Wurzel? Weil du sollst aus Sicherheitsgründen doch mal irgendwie, die noch... Ich guck mir mal die Animation an, ja, weil ich Angst habe. Ich will nämlich noch mal schön sehen, wie die Wurzel aussah. Ich meine, ich könnte mir dafür auch meinen Part angucken selber, aber... Hoppala. Aber nee, nee. So, ist das voraussichtlich die On-Banots-Wurzel unsere letzte? Oh, wie schön das gemacht ist, ey. Sehr cool. Leute, nice. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ist jetzt hier irgendwo echt so eine ganz kleine Wurzel irgendwo noch richtig versteckt bestimmt? Oder ich muss den Gigama, muss ich mir auch noch schnappen. Nee, das war die letzte? Habe ich wirklich schon die letzte gefunden? Okay. Aber war so, dass ich... Okay, habe ich anscheinend ein bisschen mich verzählt oder so. Oder irgendwo ist eine ganz kleine... So, nicht irgendwie nochmal eine kleine Nachricht dazu? Nee, wir sollten alle Wurzeln haben. Das, ja, ich weiß jetzt halt bloß nicht, wie man das irgendwie nochmal richtig sich bestätigen kann.
Außer natürlich, wenn ich jetzt halt mich wegteleportiere. Da muss halt 120 stehen. Ich glaube, wir haben 119. Ich bin aber richtig verwirrt jetzt. Bin ich sehr, sehr verwirrt. Warum sind die hier so weit unten? Ach, muss ich ja wieder hoch zum Gigama. Den würde ich eigentlich schon gerne noch kloppen. Weil sonst denke ich, ich habe den schon besiegt, obwohl der nicht so war. Deswegen nochmal schnell bauen hier. So, tschut, tschut. Und dann teleportiere ich mich halt einfach mal gleich weg. Nach der Mine natürlich. Nehme ich natürlich auch noch mit. Die Mine. So schön nach oben halten. Dann fliege ich doch graziös nach oben. Das sah halt nicht so rund aus. Eigentlich waren ja so, wir haben auf jeden Fall schon Wurzeln entdeckt. So, da hast du richtig gesehen, die sind komplett rund. Und das sah eigentlich so ein bisschen eierförmig aus. Da geht doch da schön irgendwie so zwei nebeneinander. So, Obsidian-Typi, du bist mir jetzt die letzten Zähne, dass ich meine coole Miasma-Rüstung aufboosten kann. Frag mich schon, was die denn für einen zweiten Wert hat. Hoffentlich überhaupt keinen Miasma-Schaden mehr, der wäre so geil. Ich meine, wenn die Flugrüstung, die hat ja gar keinen Fallschaden mehr, dann komm, dann ist doch bestimmt so machbar, dass ich den ja kein Dings mehr kriege. Ui! Au, oh, shit. So, dann haben wir wieder schön das starke Ding hier. Obwohl, nee. Nee. Das ist noch so brandneu. So, aua. Aua. Aua, warum hat er mich nicht abgeworfen wie sonst? Der muss mich da abwerfen eigentlich. Alter, wie er mich hinterher guckt. So nicht, mein Freund. Hat er denn da gerade gefressen? Alter, er rastet aus. Alter! Was musst du da gerade gefressen haben? Ich wüsste nicht, was. So. Obsidian-Typ, ey, dich mal platt. Die Waffe gleich kaputt, komm schon! Oh, ist schon kaputt. Okay. Dann ging die einfach mal ratzefatz im Arsch. Ich benutze die hier. Nein, auf keinen Fall. So, das Ding. Boah, der letzte Schlag, ey. Wow, der letzte Schlag muss neu fehlen. Okay, dann muss ich halt so kalt machen, ne? Hm? Jawohl. Monster down. Gut. So, mit deinen schönen Zähnchen. Ling, 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 ling. Und einfach noch ein Zwacken. Ja, ist einfach mal so viel. Oh, Feuersteine. Okay, danke, danke. So. Ja, bräuchte da jetzt noch ab. Ich weiß nicht, oh, guck mal, der hat ja schon alle durch seine Wuchtigkeit hier selber aufgebaut. Cool. Boah, richtig viele große Sonarium-Dinger. Alter, der hat richtig eine Goldader bewacht. Flup, flup, flup. So. Okay, sehr schön. Dann noch zur Mine. Da fliege ich doch hin. Weil ich immer wohin fliege. So, Mann, hat ja das gedauert. Aber wir haben alles aufgedeckt. Die Karte ist komplett. Ich kann mich jetzt überall sehr, sehr effizient hin teleportieren, wenn immer irgendwas ist. Die 100% laufen jetzt richtig schnell. Als nächster großer Punkt stehen halt alle Schreine an. Die würde ich sehr gerne machen. Erstmal noch so, ohne irgendwie mir was anzugucken, wo die sein könnten, weil ich ja die Wurzeln habe. Ich weiß durch euch, die Wurzeln. Und da über jeder Wurzel muss ein Schrein sein. Mal gucken, vielleicht reicht der so ja aus, wenn ich die jetzt alle abgehe, dass ich vielleicht schon alle habe. Weil wir haben ja auch schon unseren Ausflug in die Himmelswelt, haben wir ja auch schon gemacht. Wo ich mir viele, viele für mich verdächtig wirkende Stellen angeguckt habe. Und da haben wir auch schon den ein oder anderen Schrein immer mal wieder gefunden. Und deswegen, also eigentlich... bin ich da? So, was ist denn jetzt? Ist das echt so ein großer Baum? Oh, ey, guck mal. Was ist denn das hier? Ist das echt so ein Baum? Und da ist ein riesengroße... Der Rumi-Bau. Das ist doch hier irgendwas Besonderes, oder? Das sieht ja richtig schick aus. Ach, das ist ja auch... Wartet mal, das ist doch auch genau über dem Sasori-Berg. Ja. Satori heißt der, sorry. Ja, oh, deswegen. Alter, voll schön. Das ist ja auch cool, dass es so ein Äquivalent dazu gibt hier unten. Ach, jetzt gibt es zu allem ein Äquivalent, ne? So, ja, rechnet ihr jetzt eigentlich mit irgendwas richtig Besonderem? Alter, voll am Baum. Leute, was ist hier? Einfach ein Zwacken, na gut. Ich dachte, wie von wegen der Baum hier so richtig schön alles hingestellt, aber nee. Das ist nichts weiter, nur ein paar Öllichter, okay. So. Ich schätze mal, ich habe das gefunden, was es hier gibt. Oh, nee, da ist ja so ein Vieh. Hier ist ja so ein Yumi-Ding. Und hier sind irgendwelche Höhlen. Ey, was zum... Oh, die gibt's also auch hier im Untergrund. Okay, wir haben jetzt nicht unbedingt so nicht so nötig, mit Rubinen zu sammeln, ne, aber...
Ist ja cool. Sind die gerade noch in eine andere Höhle gerannt? Was haben wir hier? Eine Sono-Energiesphäre. Guck mal, die rennen alle da rein. Oder ist das irgendwie eine Sackgasse? Was ist das? Ist das eine Höhle im Untergrund? Höhle? Was? Oh, das sind einfach echt so ihre kleinen Unterschlüpfe. Oh. Ach, Mann. Sehr, sehr süß. So, Leute, das war's. Ich teleportiere mich einfach mal. Also, ich sehe jetzt hier auch keinen kleinen Fleck. Gut, okay, der Fleck hier war sowieso richtig klein. Sie den ja nicht entdeckt haben, aber wir müssten alles haben. Dann hau ich mal ab nach, ja, nach oben zum Zentrum. Von da aus geht dann demnächst die Schreinsuche los. Ich bereite mich noch ein bisschen vor. Gehe vielleicht wirklich nochmal, ich koche vielleicht nochmal und gehe halt, wie gesagt, nochmal zu welchen. Nee, hä? 119! Es sind wirklich nur 119 Wurzeln. Leute, eine fehlt noch. Leute, ich werde bekloppt. Es fehlt noch eine Wurzel. Jetzt ist aber Schluss jetzt hier. Verdammt. Nun gut, dann weiß ich ja, was zu tun ist. Leute, ich werde mir bis zum nächsten Part einfach nochmal die Karte angucken. Ne, ganz gemütlich. Und, was ist denn hier los? Ach, Mann. Turm am Spähposten. Wo eher Sturm am Spähposten. Na, klasse, ey. Und der Vogel fliegt auch noch bei Regen. Ne, na gut. Ne, das ist jetzt aber, das lasst dann mal meine Sorge sein. Ich werde trotzdem mich vorbereiten. Ich werde trotzdem alle möglichen Sachen einfach mal markieren. Schreine markieren und sowas alles. Und dann mal gucken, wo wir uns dann beim nächsten Mal hier wiedersehen. Ach, warte mal, jetzt, weil ich will volle Energie haben. Ich komme mir noch einen Herzcontainer. Ja. So. Einen noch zum Abschluss. Ja, Link, wenn du das machst, dann bist du bald nicht mehr in der Lage, dir die komplette Ausdauer zu holen. Ich will Herzen. Okay, Mann. So sei es. Yay. Link ist einfach nur cool. Nice, dankeschön. Boah, alter Schwede. Oh, Mann, ey, was noch 3 Herzen? Noch 12. Na, die Schreine werden wir finden. Ja, ich werde dann beim nächsten Mal euch hier wieder begrüßen. Habe garantiert gekocht. Alles mal wieder ein bisschen aufgefrischt. Ich war bei der Fee, um mal ein bisschen zu gucken. Ne, und ja, aber ansonsten will ich halt wirklich nur, ich will mir meine Karte angucken. Alles genau markieren. Alle Wurzeln hier immer schön, ne? Schalte ich einfach mal so, zum Beispiel hier die Wurzel, habe ich da einen Schrein drüber? Nein, also mache ich mir hier eine Markierung und markiere mir so die ganze Karte. Oder aber wo ist hier noch, wo fehlt hier noch eine Wurzel? Das müsste doch eigentlich, das kann man doch eigentlich ja nicht übersehen, oder? Weil das ist ja alle, das kannst du ja gar nicht, das muss doch eigentlich sichtbar sein, weil das ist ja sonst alles blau. Alles, was der mal nicht entdeckt hat, ist, hat er so einen blauen Rahmen rundherum. Oder ist das, gibt's doch nur 119 Wurzeln. Aber 120 würde mehr Sinn machen. 120 Schreine oben, 120 Wurzeln. Mann, ich wollte doch offscreen machen. Sorry Leute, jetzt bin ich hier selber so neugierig. Ich würde dann ein bisschen halt sofort nochmal nachgucken, was das hier sein soll. Aber, boah. Nee, okay, dann muss ich da mal ganz genau, ganz gründlich gucken. Ich hätte ja sonst echt gedacht, hier, was hier schon so komisch aussah. Nö. Na gut, Leute, überlasst das mir. Bis zum nächsten Part von The Legend of the Tears of the Kingdom. Ganz kurzer Abstecher zur Wurzel, sofern es sie gibt. Ja, und dann stellt euch aber darauf ein, beim nächsten Part heißt es Schrein-Action. Bis dann. Ciao.